Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid in dem Garten vom E-Mobilist gelandet. Bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art. Und genau das haben wir auch hier. Und zwar ein faltbares Fahrrad, was trotzdem noch ganz besondere Stabilität mit sich bringt. Bisschen so das Konzept von den Easy Bikes. Da haben wir es auch schon mal gehört, dass die Bikes nur hier faltbar machen und nicht da. Und trotzdem passt das Fahrrad so, wie es hier steht, in jeden Kofferraum. Ist ultra kosteneffizient und trotzdem ein Fahrrad, was man so im Auto einfach mal mitnehmen kann. Und wenn man irgendwo in einer fremden Stadt unterwegs ist, dann habt ihr halt ein Fahrrad mit dabei. Und dieses Konzept will ich euch mit all seinen Vor- und Nachteilen mal erklären. Am Beispiel von DYU. Und hier sehen wir das C3. Jetzt geht's los. Ja, also, was ist denn das Besondere an diesem Bike? Das Besondere ist tatsächlich, dass es ein Faltrad ist, was sich allerdings nur hier vorne am Lenker falten lässt. Aber wir sehen es, dass das genau in diesem Format trotzdem in so gut wie jeden Kofferraum reinpasst. Und dementsprechend ist es faltbar, aber hier an der Stelle eben nicht nochmal. Und das sorgt einfach dafür, dass wir besondere Stabilität haben. Und genau sowas wollt ihr natürlich bei so einem kleinen Fahrrad trotzdem haben. Ja? Also ihr merkt schon, das ist hier viel stabiler als die Falträder, die sich auch noch hier falten lassen. Und eigentlich ist es nicht nötig, das noch kleiner zu machen, wenn es so schon reinpasst. Dementsprechend vom Konzept her eine ganz gute Sache. Natürlich ist es ein ultra günstiges Bike. Ne? Bei dem Fahrrad kann man nicht viel erwarten. Ihr habt hier keine Schaltung mit dran. Ihr habt natürlich eine Klingel mit dran. Ihr seid STVZO-konform unterwegs, wenn ihr die deutsche Version davon kauft. Dementsprechend müsst ihr darauf dann natürlich achten, dass das alles straßenverkehrsordnungszugelassen ist. Aber ich sag mal so, für den Urlaub ist es aus meiner Sicht ja, eine perfekte Sache, denn das passt in den Kofferraum rein, das passt vielleicht sogar in die Dachbox mit rein und trotzdem seid ihr mobil. Und ja, tatsächlich habe ich mich mal unterhalten mit Easy, ein deutscher Hersteller für Fahrräder, die wirklich für Qualität sprechen. Und die haben auch gesagt, ja, sie machen das eben absichtlich nicht, dass sie hier auch nochmal einen Faltmechanismus einbauen, denn das sorgt für Instabilitäten, so ist es einfach nochmal stabiler. Das Fahrrad ist natürlich ultra günstig, schaut mal auf die deutsche Webseite, hier kostet es $369, also wirklich wahnsinnig preiswert. Natürlich gibt es immer mal noch wieder Deals, dann ist es noch preiswerter. Klar, wenn ihr jetzt hier nur einen Gang habt, dann seid ihr nicht wirklich bergtauglich unterwegs, das muss man auch sagen, aber ihr seid mobil, das heißt also für einen Städtetrip ist es genau das Richtige. Und das war es eigentlich auch schon, was zu dem Fahrrad zu sagen ist. Also klar, wir haben hier Scheibenbremsen, mechanische Scheibenbremsen. Wir haben hier eine Reichweite von knapp 30 bis 35 Kilometer. Das reicht für einen Städtetrip aus. Gewicht von dem ganzen Ding ist erstaunlicherweise leicht unter 20 Kilogramm. Ist aber okay. Dementsprechend sorgt es natürlich wirklich nochmal für Stabilität. Und belastbar ist es leider auch nur bis 75, 80 Kilo oder sowas. Müsst ihr nochmal schauen. Je nach Modell unterscheidet sich das natürlich nochmal. Also es ist jetzt kein Hochleistungsfahrrad, klar. Aber es ist einfach ein Minibike für den Städtetrip. Und genau dafür ist es aus meiner Sicht in Ordnung. Denn dafür kostet es ja auch wirklich wenig. Ich blende euch jetzt hier einfach noch mal ganz kurz die Spezifikationen ein, damit ihr das mal gesehen habt. Aber generell geht es mir einfach nur darum, euch dieses Konzept hier mal am Beispiel vom DYU C3 zu zeigen. Denn vom Prinzip her finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir hier ein Faltrad haben, was sich eben nur einmal falten lässt. Nur am Lenker und nicht komplett. Schaut mal, ob das für euch was wäre. Denn ihr habt dadurch einfach noch mal mehr Stabilität. Pros und Kontras noch ganz kurz. Also Pro Nummer 1, ich finde dafür, dass es so ein mini kleines Fahrrad ist, sitzt man eigentlich tatsächlich ganz bequem drauf. Also Ergonomie ist hier für Größen, ich bin jetzt 1,80, ist es noch okay. Pro Nummer 2 ist es ultra klein und tatsächlich faltbar. Und Pro Nummer 3, ihr habt einfach noch mal zusätzliche Stabilität dadurch, dass es nur einmal faltbar ist. Contra, ja, es ist nur einmal faltbar. Wer wirklich einen ganz kleinen Kofferraum hat, der sollte sich vielleicht eins nehmen, was zweimal faltbar ist. Contra Nummer 2, naja, es ist natürlich kein vollwertiges Fahrrad. Dementsprechend, wie gesagt, einfach für so Städtetrips oder sowas in Urlaub mitnehmen, ist eine ganz gute Sache. Ja, und Contra Nummer 3, ihr habt keine Gangschaltung, dementsprechend bergtauglich ist es nicht wirklich. Alles in allem eine sehr günstige Alternative
um einfach im Urlaub nochmal mobil zu sein. Und darum geht es genau hier. Das ist ein Fahrrad zum Mitnehmen. Also besten Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen. Klickt da unten auf den Subscribe-Button, dann verpasst ihr keine Updates. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus. Bye-bye.